Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Trains in World 2 Video. Wir befinden uns hier auf der Tees Valley Line und wir kümmern uns heute um das Szenario Sommerspezial am Meer. Fahren Sie diesen Sommersonderzug nach Saltburn by the Sea in der Class 101. Und ja, eins von 5 Schwierigkeiten, 60 Minuten soll das Ganze dauern. Ich bezweifle es, weil die Class 101 ja doch schon etwas speziell ist mit dem ganzen Schalten und so weiter und so fort. Ist halt auch was anderes. Ich bin mal gespannt. 6600 Punkte für die Goldmedaille muss ich mir versuchen zu merken. Und dann sehen wir uns gleich in Game. Willkommen in Darlington Station. Ein Sommerurlaub-Sonderzug wurde dem Fahrplan hinzugefügt, um Touristen nach Saltburn zu befördern. Steigen Sie in den Dieseltriebwagen und bringen Sie... Das ist einfach zu schnell. Zum Lesen muss es einfach nochmal 5 Sekunden länger sein. Steigen Sie in den Dieseltriebwagen und bringen Sie ihn zum Laufen. Ich belasse, dass es immer so schnell geht. Dann steigen wir mal ein und stellen die Handbremse auf Lösen. Okay, wir fahren auch da hinten raus. Also, okay, dann lösen wir die Handbremse hier hinten. Scheinbar, offenbar. Nose. Ich bin echt gespannt, wie ich das mit dem Schalten hinbekomme, ne? Handbremse lösen. Wieder auf die andere Seite. Das ist ein echt interessanter Bahnhof, ne? Wenn man so anguckt, nicht viel zu entdecken und so, aber ich weiß beim besten Willen auch gerade überhaupt nicht mehr, was man hier alles so sammeln muss und kann. Dann setzen wir uns mal hin. Stellen Sie den Steuerkreisschlüssel auf ein. Wir haben auch AWS, genau. Dann müssen wir AWS aktivieren. Wir sind ja jetzt und DSD können wir wahrscheinlich auch aktivieren. Ich weiß nur halt leider nicht wo. Notfalls müssen wir das. Das ist wahrscheinlich nur zum Höherstellen. Leistungsregler. Ups, auf voll. Dann halten Sie den Motor stark auf und drückt, bis die Motoren laufen. Dann starten wir auch den Motor rechts. Zielbeleuchtung, rechter Signaltest aus. Schalten Sie Leistung wieder auf Leerlauf. Richtungswende auf Vorwärts. Handbremse. Das war das Verkehrte. Handbremse auf Lösen. Wo haben wir denn dann? Wir haben hier die Zugzielanzeige. Wo werden wir denn hier die Möglichkeit haben, Driver Safety Device zu aktivieren? Schalthebel auf 1. Fahrerbremsventil auf Lösen. Mal ein bisschen Bremsen gelöst sind. Dann haben wir das hier vorne. Wir fahren sogar direkt los, lustigerweise. Das ist ja toll. Jetzt die Beleuchtung auf an.
Wir rollen einfach schon mal hier vorhin vor uns hin. Cap Light haben wir hier. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass irgendwo muss es doch hier so was geben, wo man es anmachen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich es schon mal so herausgefunden habe. Ich glaube nicht. Das ist halt das Bremslicht. Zuglichter ein. Meinen Leistungsregler und gebe mal ein bisschen Leistung. Fahrreiche Abfahrt an einem Ort anhalten. ICML Auswärtsstrecke. Ein paar Yards. Hier haben wir aber auch nix. Wo man das irgendwie hinten machen muss oder so oder kann. Irgendwo muss es ja gehen. Wir behalten ja bei Saltburn by the Sea. Special passt doch. Das Fahrbremsventil auf neutral. Damit wir das gleich hier gut zum Stehen kommen können, muss ich mich natürlich auch wieder ran gewöhnen, weil es wieder ein neuer Zug ist. Schon zu früh. Ein bisschen weiter. Wenn alles frei ist, fahren Sie rückwärts zurück in Darlington ein, um den anderen Dieseltriebwagen auf Bahnsteig 2 anzukoppeln. Ah ja, jetzt haben wir ein richtig gut langes Ding dann hier so, ne? Na gut, dann können wir danach ja vielleicht nochmal schauen, dass ich die Driver Safety Device hier irgendwo finde. Muss er eigentlich irgendwo hier sein. Beantragen wir das Ganze mal. Fahren wir jetzt wieder Geschwindigkeit. Lösen wir das Ganze. Wir müssen doch eigentlich wieder zurückfahren, oder nicht? Sind doch hier noch in Darlington, oder nicht? Wir werden doch wahrscheinlich den hier mitnehmen wollen, ne? Genau. Das heißt, wir müssen jetzt rückwärts fahren. Und das heißt, wir fahren in eine verkehrte Richtung. Lösen wir das Ganze und fahren wieder rückwärts. Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Ich wollte hier nochmal gucken, ob die Weiche gestellt ist. Ja, passt. Wobei ich mich ja lieber jetzt hier hinten reinsetzen würde und von hier aus steuern würde, aber gut. Machen wir mal so. Wie lange sind wir eigentlich? Wir sind 58 Yards lang. Das heißt, wir sollten ungefähr 100 Yards vorher in den Bremsvorgang gehen. Die Frage, die sich mir gerade stellt, wir können jetzt einfach mal kurz stumpf hier durchgehen. Jedes Mal lasse ich mich dadurch von triggern. Wir haben noch ein bisschen Weg dahin. Wir es einfach hier hinten bremsen können.
Ohr nicht. Aber das Ding ist, wir haben hier auch nicht die Möglichkeit, aber ich sehe sie hier zumindest auch nicht, dass wir hier in irgendeiner Weise einen Schalter, einen Knopf, was auch immer haben, wo wir die Sicherheitssysteme aktivieren können. Also so nada niente. Dann müssen wir es außerhalb vom Zug, ergibt halt auch wenig Sinn, ne? Hier gelöst, sind auch neutral. Das heißt, wir können endlich auch hier bremsen. Das dauert jetzt auch wieder Ewigkeit, ne? Haben wir nicht auch, wir haben doch, wobei es ist ein Sonderzug, aber wir haben auch um 15 sollen wir dort halten. Oh. Könnte eng werden. Buttercode. Dann musst du jetzt One Stop, okay. Warten auch schon die Leute. Das ist echt komisch, dass wir nirgendwo einen Kasten oder einen Schalter haben oder sonstiges, wo wir es aktivieren können. Wollte ich mir einfach nur bilden, das kann natürlich auch sein. Naja, ohne zu sichere Systeme, zumindest ohne, dass wir sie manuell, also so ohne, dass wir sie halt visuell quasi aktivieren. Also wir dümpeln halt echt langsam rein. Das Fenster zu machen, aufmachen, genau. Ich komme nicht raus, geil. Das ist nicht euer Ernst, oder? Please. Dann gehen wir nach hinten, um auszusteigen. Komme nicht mehr raus. Jetzt komme ich hier raus. Warum komme ich nur hier raus? Gerade echt komisch hier, dann koppeln wir hinten aber an. Wunderbar.
Dann lass uns mal die Fahrgäste einsteigen. Soll denn das? Komm nicht rein. Meine Güte. Was ein Chaos, ey. Dann lassen wir die Leute rein. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie die Driver Safety Device aktiviert werden kann. Okay, ist alles aktiviert, gibt nur Driver, nur AWS, dann verriegeln wir die Türen. Den Vorwärtsgang schalten wir jetzt ein. Wie war das? Up, wenn wir hier sind, und down, wenn wir dort sind. Okay. Dann wollen wir mal. Nächster Halt Middlesbrough um 10:50 in 13 Meilen. Ich bin gespannt. Es geht los. Jetzt geht's richtig los. Vielleicht noch linkes Signallicht weiß und das auch weiß. Wunderbar. Schalten wir mal auf aktuell nur 15 Miles Power. Aber wir dürfen dann ja auch gleich wieder ein bisschen schneller fahren. Wechseln wir erstmal die Gleise. Das Gute ist, wir können durch dadurch jetzt beschalten, können wir das Tempo ganz gut halten. Okay. Das war ein ungewollter Reim. Moment, ich weiß wieder. Leistung rausnehmen. Schalthebel auf 2 und weiter Gas geben. So, weiter Leistung geben. Dann schalten wir mal auf 30 Miles Power, auf 30 Miles Power. Was nicht 35. Dann ab den dritten Gang. Schön. Es gibt aber schon eine Taste zum Höherschalten, oder? Das ist angenehmer als 30 Mal darauf rum zu deppeln, dass bis es mal wieder höher geht. CTRL und A müsste das dann ja sein, ne? Ja. Machen wir das mit Tastenkombinationen, weil das halt einfacher ist. Wieder zu schnell fahren. Okay, wir dürfen sogar schneller fahren jetzt. Aber wir müssen Gang höher gehen. Leistung raus, Gang höher. Und wir Leistung raufgeben. Wir dürfen jetzt 60 Miles pro Hour fahren. Und immer noch 13 Meilen bis nach Middlesbrough und läuft. Und wir haben 5 Minuten verbraucht und 0 Meilen geschafft. Oder wie, oder wo, oder was. Läuft da super.
Das ist gerade bei Maximum Speed, mehr geht nicht. Bei der maximalen Leistung, die wir gerade aufgeben. Übergeben. Sollen wir whistlen? Also 12 Meilen. Hier haben wir auch die maximale Geschwindigkeit erreicht. Haben wir es jetzt eigentlich irgendwo hier drin, wie schnell wir fahren können? Nö. Okay. Aber wie viel wir zugelassen sind. Dann Leistungsregler im Leerlauf. Jetzt müssen wir prinzipiell gerade eh nichts machen. Außer halt die Leistung möglichst gut halten. Wir möglichst lange mit der Rückgeschwindigkeit fahren. 1,6 Meilen müssen wir sogar noch mal runterbremsen. Haben wir dann einen Weichenwechsel oder wir gehen auf eine andere Spur? Oh. Mit Leistung raus und gehen dann auf den Leistungsregler dann auf Stufe 1, wenn wir die 60 wieder haben. Weil prinzipiell können wir uns bereits mal ausrollen lassen, wir müssen 0,9 Meilen jetzt sowieso wieder abbremsen. Warum noch immer? Gleich aufgrund des Bahnsteiges. Wer weiß das schon? Nee, ist dahinter erst. Dann lösen wir mal das Ganze wieder. Ist wegen der Kurve. Hebel ein höher. So stark wollten wir auch ja nicht abbremsen, aber wie gesagt, ich muss auch erstmal hier wieder so ein bisschen, ich muss erstmal in die Lok hier reinkommen und die in das Bremsverhalten und so weiter dann noch schalten. Wir sind unfassbar zu spät, wenn wir dort sein. Aber sowas von unfassbar, dass die Goldmedaille mit den 6600 Punkte, wobei die Frage, wie häufig wir halten. Wir halten auf alle Fälle in Middlesbrough und auf alle Fälle in Saltburn bei SSC. Das steht schon mal fest. Hier wegen dieser S-Kurve war es auf alle Fälle, diese Abbremsung. Und das war auch gleich wieder 60 Miles per Hour fahren. Von ihren Kollegen. Dann beschleunigen wir mal wieder. Geben wir Leistung. Wahrscheinlich aufgrund des Bahnübergangs hier, dass wir hier das Signalhorn betätigen mussten. Leistung wieder rausnehmen, Gang höher schalten und wieder Stoff geben. Bisschen zu spät. Können wir jetzt auch die Leistung wieder aufs Maximum anheben. In 2,3 Meilen müssen wir schon wieder runterbremsen. Da gibt es wahrscheinlich schon wieder eine Kurve.
Aber können wir uns dann auch wahrscheinlich ausrollen lassen. Dann fangen wir auch an, mit der Leistung komplett rauszugehen bei einer Meile. Dann müssen wir nicht ganz so stark in die Eisen gehen. Und nicht ganz so stark bremsen, besser gesagt. Aber Middlesbrough werden wir nicht rechtzeitig erreichen. Wir haben jetzt gerade gefühlt für 4 Meilen haben wir in 10 Minuten benötigt. Ganz grob gesagt. Und wir sind ja noch ein Sonderzug, ne? Okay. Also wir werden auch viel hinter dem regulären Verkehr hinterherfahren. Dadurch wahrscheinlich auch häufiger mal langsamer fahren müssen. Mal bremsen müssen, halten müssen, who knows. Aber es ist schon nice hier mit der Class 101. Ah, ist schon cool. I like it. Fällt mir gut. Auch interessant, also was ist interessant? Ist aus der alten Ära. In der früheren Zeit wurden sie wahrscheinlich alle so alle Triebwagen. Gangprinzip. Müssen wir mal leicht runter. Sollte reichen. Jawohl, das reicht. Können auch wieder ein bisschen Leistung nach. Geben, damit wir das Tempo halten. Oh, noch weiter runter. Ah, bremsen wir mal kurz rein. Ich muss gar nicht noch machen, ob wir jetzt nochmal wieder das Signalhorn nutzen sollten oder nicht. Das Fahrbremsventil wieder lösen. Na, okay. Noch keine Leistung nachgeben. Wir sind dafür noch zu schnell. Aber Leistung geht zu gut danach. So, lass uns einfach erstmal rollen, bis wir dann in die 60er-Zone wieder kommen. Es geht bergab belastenderweise. Dann kommen wir noch ordentlich nach. Da es bergab geht, werden wir auch wieder ein bisschen Momentum aufbauen können und wir dürfen danach wieder 16 Miles per Hour fahren. Und zwar jetzt ab hier. Über 30? Oh Gott. Und jetzt haben wir auch gerade echt alles, ne? Hier wieder eine scharfe Kurve, ich sehe es. Ordentlich langsamer geworden hier. Jetzt sind wir noch weiter unter 25 Miles per Hour, weil wir jetzt noch einen Gleiswechsel haben. Oder doch nicht? Ich dachte. Jetzt hier gerade, okay, man weiß, wo wir gerade sind. Hier waren wir, glaube ich, bei einer Mission hier auf der linken Seite mit dem Güterzug und mussten warten. Dann dürfen wir jetzt wieder Leistung geben.
können sogar schon wieder einen Gang höher schalten. Und dürfen auch wieder 60, bald wieder nur 50. Middlesbrough sollten wir eigentlich jetzt schon dort sein. Verspätung von, wir bekommen wahrscheinlich nur 250 Punkte fürs Anhalten, für den zeitlichen Aspekt. Das Anhalten wahrscheinlich mehr, also maximal 750 Punkte fürs Halten in Middlesbrough. Echten hin und her, ne? Mal wieder gut Leistung geben können, dann wieder nicht. Okay, der rechte Motor, der ist auf voller Leistung gerade und der linke nicht. Wenn ich es richtig sehe. Das liegt daran, weil wir einfach zu früh wieder Leistung gegeben haben. Und außerdem würden die beiden gleich arbeiten oder ähnlich arbeiten. Bleiben wir einfach bei den 50 Miles per Hour, dann müssen wir auch gar nicht mehr abbremsen. Es sei denn, da kommt danach nochmal eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Nehmen wir die Leistung wieder raus. Das ist schon eine coole Sache. Auch wenn wir leider zu spät sind. Aber ich hätte es ja auch schneller machen können hier da beim Zug zusammenstellen. Rüber, dann dürfen wir gleich wieder schneller fahren. Das war einfach nur wegen des Überfahrens der Gleise oder der Strecke. Ah, ist aber schon beruhigend mit dem Sound der Räder, wie sie klackern. Oh, wieder unter 45. Denkt man, man kann wieder Leistung geben, aber nein, man muss wieder stark abbremsen. Aber sind wir doch hier mal in Middlesbrough, in der Nähe von Middlesbrough. Okay, vielleicht sind wir bei den Ausläufern von Middlesbrough, aber wir haben halt noch 4 Meilen, bis wir halten sollen. Dann muss gleich nochmal langsamer werden. Über den Fluss rüber. 35 Meilen pro Hour sind auch wegen der Kurve hier vorne. Da können wir sogar schon im vierten Gang bleiben. Runter auf 20. Zu schnell gewesen. Aber wir sind ja auch gleich da. 3,2 Meilen noch. So lange wollen wir auch nicht mehr schnell fahren. Verspätung runter die Waldfee. Die ist schon beachtlich. Ich war aber auch mal am Bummeln bis zum Umfallen hier da. Wäre drüber schneller gegangen.
Leistung. Eingang wieder höher. Steuern wieder 55 Miles per Hour. Solange wir es noch können, wir müssen da eh weit halten in Middlesbrough. Mit einer Verspätung von einer... Wenn wir Glück haben, kommen wir unter 10 Minuten an. Mit einer Verspätung von unter 10 Minuten. Ha. Zeitlich echt miserabel. Da sind ja sogar die S-Bahn-Fahrten besser. Oh. Da kann einmal einen Gang weiter hochschalten. Also kurz vom Middlesbrough auch wieder runtergehen im Tempo. Ist verständlich. Ist halt ja auch wieder am Bahnhofsteig, wo wir halt halten. Dann nehmen wir mal Leistung, bis wir den Gang wieder raus. Die Leistung raus, so, Mensch. Da wir noch bei 45 oder 42 Miles per Hour sind und nur 45 runterbremsen müssen, fangen wir damit auch erst an bei 500 Yards. Und lassen uns bis dahin rollen, wir müssen halt noch Zeit gut machen irgendwie. Gott, die Verspätung, echt schrecklich. 750 Punkte Maximum, wir müssen gut halten. Wir müssen sehr gut halten. Um den maximalen Punkt dann noch rausholen zu können. Der zeitliche Aspekt ist Minimum. Wir werden nicht mehr als Minimum bekommen. Auch eine nice Brücke hier. Leider für Autos und nicht für uns, aber okay. Wir vielleicht sogar wieder schneller fahren als 45. 60 Meilen, das noch davor? Nee, wir bleiben bei den 45. Wir beschleunigen nicht. Und wir dürfen nur 25 Miles fahren, Miles per Hour fahren, kurz vor Middlesbrough bei der Station. Da bringen wir uns dann auch nochmal rein. Die Hälfte der Punkte haben wir gleich. Die Goldmedaille meine ich. Verständlicherweise. Was da so mein Hauptaugenmerk ist, halt da, wo es Medaillen gibt. Und es gibt da, glaube ich, aktuell überall Medaillen. Auch wieder so spät gelöst, die Bremse. Muss ich jetzt nur noch den Haltepunkt gut treffen und dann... Aber jetzt haben wir schon mal den ersten von mindestens zwei Stops hinter uns gebracht. Da kann man Fahrplan hinhängen. Schauen wir uns mal hier bei den Bahnsteigen kurz um. Verspätung haben wir sowieso, von daher. Okay, ob wir noch mehr Verspätung bekommen oder nicht.
10 Yards. 491 Punkte was halten bekommen. Okay, das ist gut, das ist gut. Wie gesagt, wir steigen nochmal kurz aus, wenn ich die Tür aufbekomme. Durch natürlich nicht. Dann einmal den Strecken fahren. Eine weitere Streckenkarte, wunderbar. Wir sind jetzt bei Middlesbrough. Wir sind von Dalek los, Middlesbrough. Wir sind auf der Hälfte der Strecke, das heißt, wir fahren wahrscheinlich nur noch Saltburn by the Sea. Und setzen uns wieder rein. Schließen die Türen. Wie gesagt, minimalste Punktzahl bekommen wir nur dafür, weil wir zu spät sind. Einfach unfassbar zu spät sind. Gehen wir auf Gang 1, lösen die Bremsen und geben Leistung. Wir hatten jetzt bei Saltburn und wir haben 10 Meilen und wir sollen nach hinten dort sein. Das werden wir nicht schaffen. That's for sure. Leistung rausnehmen, einen Gang höher. Dann können wir wieder beschleunigen auf 25 Miles per Hour zumindest erstmal. Aber dafür können wir dann ja schon mal den Gang höher gehen auf den dritten Gang. Warten wir, bis wir in der 35er Zone sind. Und waren dann Beschleunigung auf 35 Miles per Hour, bis wir dann wieder auf 60 Miles per Hour beschleunigen können. Worauf wir nicht lange warten müssen. Einfach schon mal wieder die Leistung rausnehmen, Gang höher schalten. Wir sind jetzt im höchsten Gang, im vierten Gang. Und dann. Na, noch nicht. Wir warten nochmal lieber. Oh, gelbes Signal. Ich hoffe mal, dass es umspringt auf grün. Und dass wir nicht mehr irgendwie noch unnötig erhalten müssen. Weil wir rote Signale reingepfeffert bekommen. Aber kann natürlich sein, ne? Güterverkehr haben wir natürlich ja auch auf der Strecke. Es kann alles sein, dass wir das sogar noch bekommen. Aber solche Vorbeifahren sind doch mal wieder was Schönes, was Feines. Oh, wieder unter 25 Miles per Hour, aber wir sind ja wahrscheinlich dann auch ungefähr auf Höhe des Erzterminals. Glaube ich zumindest. Doch keine Geschwindigkeitsbeschränkung mehr, okay. So läuft nicht mehr auf 25 Miles per Hour. Ich bin verwirrt. Ja gut, dass es mit AWS funktioniert, das ist schon mal super. Ist zumindest auch einfacher, wenn man das hier einfach nur mit via Shortcut aktiviert. Ich bin mir relativ sicher, man kann es bestimmt auch irgendwo hier selbst per Hand machen, aber ich habe es einmal nicht gefunden bisher. Halten hier nicht. Da sind wir 4142 Punkten. Wir halten gerade solide das Tempo, würde ich sagen. Da wäre der Bahnsteig. Dann nehmen wir mal das Tempo raus.
Denn es geht ja gleich wieder runter auf 45 Miles per Hour. Müssen wir es in diesem Fall wieder ein bisschen mehr reinbremsen. 600 Yards sollten, denke ich, reichen. Wir schon mal einen neutralen Modus. Da fangen wir schon mal bei 700 an. Bei 50 nehmen wir dann die Leistung raus. Sollten wir noch relativ gut runtergebremst werden auf die 45. Ohne dass wir was tun. Dass wir uns quasi ausrollen lassen können auf die 45. Haben wir das kleine Schild der 45. Und dann können wir auch nach dem Bahnsteig wieder 60 fahren. Hier haben wir auch wieder einen Streckenplan, den wir hinhängen könnten. Gut, dass der Bahnsteig frei war. Und dann beschleunigen wir mal wieder auf 60 Miles Power. Wir haben noch 6,9 Meilen und wir sollten in 3 Minuten dort sein. Das ist ja super. Aber dass wir den zeitlichen Aspekt komplett verkacken, ist ja auch klar gewesen. Wir waren 10 Minuten zu spät in Middlesbrough. Mal gucken, ob wir das besser hinbekommen, ob wir, oh Gott, früher ankommen in Saltburn by the Sea. Wir halten doch wahrscheinlich. Saltburn ist doch wahrscheinlich Saltburn by the Sea, oder? Ja. Aber wer weiß das schon? Wobei ja, wenn Saltburn by the Sea ist, dann ist es klar, dass Saltburn dann der Bahnsteig ist von Saltburn by the Sea. Aber manchmal gibt es ja Bahnsteige und Bahnhöfe, die. Nicht ganz passend, sag ich mal. Wie es beispielsweise halt auch in Berlin unterschiedliche Bahnhöfe gibt, so, ne? Also innerstädtisch kann es ja immer noch 2 Bahnhöfe geben, prinzipiell, ne? Von dem her. Goldmedaille wird, glaube ich, nichts. Allein 500 Punkte, die wir nicht bekommen wegen des zu späten Daseins, sind schon eine Menge. Das ist schon nicht wenig. Also ich denke, wir bekommen wahrscheinlich an, da können wir 750 Punkte fürs Anhalten. Also ich sag, wir sind bei 6000 Punkten ungefähr, wenn wir ankommen, wenn wir fertig sind, besser gesagt. Wenn wir fertig sind, sag ich, sind wir bei 6000 Punkten und nicht bei 6,6. Aber es ist auch schön, die Landschaft, so, ne? So eine Mischung aus Industrie, aus Feldern, hügeligen Feldern, den Highlands. Wo sind es, die Highlands? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, war nicht der East Coast Way war dann nicht mehr den Highlands? Ich weiß es schon gar nicht. Also ich rede gerade wieder viel, wahrscheinlich sehr viel Dünnsches, aber. Vor allem geologischen Mist. Dann gehen wir gleich runter auf 5, 605 Miles per Hour, die wir runtergehen müssen.
Kann man auch wieder reinbremsen und dann ausrollen lassen. Das passt ja. Wobei es geht eh bergauf. Vielleicht müssen wir nicht mal uns bemühen, die Bremse zu betätigen. Wir können uns ausrollen lassen, das passt schon. Fürs Erste zumindest. Dann ist auch noch 4,6 Meilen bis Saltburn by the Sea. Aber die Bahnsteige, die sind echt schön, so diese Backsteinbauten. Auch hier, ach, wie hieß es nochmal? Bei der London Underground Bakerloo Line. Irgendwas mit Park. Queen's Park. Queen's Park, die Station ist ja auch nice. Also vom Backsteinbau her. Also das Gebäude ist auch sehr schön, finde ich persönlich. Kann man jetzt auch nochmal ein bisschen Leistung geben. Nice. Schön durch diese Wohngebäude, Viertel, Bezirke, die rechts und links sind, jetzt die Bauten. Also da bekommt man schon so ein bisschen so das Feeling der Arbeitergeneration, nenne ich es mal einfach so, mit Zeitraum. Ja, bekommt man das Feeling mit, ja, das passt. Okay, cool. Kurz vor Swapman bei sich jetzt erst runter auf Bremsvorgang quasi. Weg von den 60 Miles per Hour. Ich muss schon sagen, ich hätte gedacht, dass ich, was das Fahren selbst betrifft, mehr Probleme haben werde mit der Class 101. Einfach mal provisorisch. Auch wenn es kein Schildchen dort stand, aber. Aber trotzdem. Ja, es ist schon nice, auch wenn wir sehr viel Verspätung haben, aber das Fahren alleine, also das Fahren selbst ist super. Wie gesagt, ich hätte gedacht, dass ich mehr Probleme haben werde mit dem Schalten. Das Einzige, was eher problematisch ist, ist gerade das. Wieder das Umdenken, ich war noch im Prozess des Umdenkens vom Bremsverhalten von der Class 37.5 auf die Class 08 und jetzt muss ich mich wieder quasi nochmal an die Class 101 gewöhnen, weil ich halt davor zwei Szenarien mit der Class 08 hatte. Das sind also die einzigen Mankos, die ich jetzt gerade hätte, aber wo ich sagen würde, okay, da muss ich mich gerade ein bisschen um. Wo da ist, das sind gerade die Probleme aktuell bei dieser Fahrt, aber. Ansonsten so vom Schalten her hätte ich es mir hätte ich gedacht, dass ich mehr Probleme damit haben werde. Aber die hätte ich auch. Aber die Probleme hätte ich, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, das mit Shortcuts zu machen. Oh. Reichen. 0,7 Meilen geht runter auf 30 Miles per Hour. Es geht noch bergauf, das heißt, wir können es prinzipiell noch ausrollen lassen. Die 5 Miles per Hour sollten wir noch runterbekommen auf der Distanz.
Einfach weil es 1% steil bergauf geht. Das gelbe Signal habe ich im Blick. Und auf 20, oder die Vorhersage für die 20 Miles per Hour, aber wir halten ja jetzt auch gleich einen Saltburn by the Sea, von daher ist natürlich im Bahnhofsvorfeld ein gedrosselteres Tempo angebracht. Aber jetzt müssen wir auch wieder bremsen, da wir auf einem, da wir keine Gefälle mehr haben. Gehen wir mal den normalen, scheinbar den Bremsen in den neutralen Bremsdingslauf halten, Bums. Too much, hätte ich doch nicht in den neutralen Gang schalten sollen, sondern die Bremse nochmal lösen sollen. Wäre besser gewesen. Das halten wir auch genau wieder hier, wo wir beim Tutorial hielten. Für die. Ich glaube, es war beim Tutorial, ne? Ich meine, es war beim Tutorial. Für die Class 101 hielten wir auch, glaube ich, hier auf der rechten Seite. Auch bei dem Kopfbahnhof. Oder? Ich glaube schon. Holen wir noch mal ein bisschen mehr rein, damit wir auch wirklich hier die 500 Punkte für bekommen, was halten. Etwas unsanft. Dann regen wir links. Und nur 9 Minuten Verspätung, wir haben den wieder rausgeholt. Dieser Bahnsteig, ne? Schön, dieser Sandstein. Ah, die Gebäude sehen schon sick aus. Bahnhöfe. Irgendwie hätte hier noch ein bisschen mehr sein können, dass man nicht das Ende der Karte da sieht, aber gut. Das sind 855 Punkten. Wir bekommen nochmal. Ah ne, wir bekommen erstmal 250 Punkte. So, Generalschlüssel aus. Dann steigen wir aus. Oh, oh, oh. 6355 Punkte. Uns fehlen nicht viele Punkte, aber uns fehlen halt noch 245 Punkte. Belastend. Achievement unlocked. Train Valley Line Ice Cream Sundae. Nur eine Silbermedaille, knapp, es war knapp, knapp, knapp. Wir sind ein Level höher auf insgesamt ein neues Level in der Tease Wetline, ein neues, drei neue Level, glaube ich, auf der Class 101 BRG. Wir haben doch exakt eine Stunde benötigt, oder fast exakt,
27,8 Meilen zurückgelegt und bekommen fast 245 Punkte und wir hätten die Goldmedaille. Haben wir leider verspätungsmäßig, habe ich leider ein bisschen Zeit liegen lassen. Und eine Menge Zeit liegen lassen. Von daher bekommen wir da ja nun eine Silbermedaille, kurz vor der Goldmedaille. Dann gucken wir uns nochmal an, welches Szenario uns hier auf der Tees Valley Line als nächstes erwartet. Haben noch sechs Szenarien vor uns. Das nächste Szenario hier auf der Tees Valley Line wäre dann der Zementkreis. Nehmen Sie am ewigen Zyklus von B- und entladenen Zügen teil, die zwischen den East Gate Zementwerken und dem Tees Rangierbahnhof verkehren. Mit der Class 31 und dann haben wir auch noch ein bisschen was vor uns. Tatsächlich auch nur noch Rangierfahrten oder Güterfahrten. Das war das einzige Szenario, was mitgeliefert wurde mit der Strecke, wo wir den Personenzug fahren. Aber wir werden dann auch noch in dem Fahrplanmodus natürlich auch die Möglichkeit haben, den Personenzug häufiger zu fahren. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder.